zwar keine EP mehr für den zweiten, dritten, vierten, fünften, sonst nicht wievielten, aber die Materialien verringern sich. Ich weiß nicht, ob die sich mehrmals verringern als das eine Mal jetzt am Anfang. Oh, wir müssen nach unten drücken. Ich sehe nämlich gar nichts. Es ist einfach nur schwarz. Ich sehe nur die Materie da leuchten. Luftschutzanlage. Oi, oi. Hi, Team. Ein Glück. Du bist unverletzt. Entschuldigung. Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Was? Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Date. Von wegen Date. Klar. Er hat keine Date. Nee, aber dann kannst du selber hören, wie der Ton beim Stream war. Ja, das höre ich tatsächlich. Aber wenn es dann schlimm ist, ist es halt trotzdem blöd. Ich will es ja dann auch schon trotzdem hochladen. Auch wenn es mir dann irgendwie leid tut, wenn man das hören muss und nicht so viel hört. Und ich das dann irgendwie nicht mehr schön machen kann. Also vielleicht, keine Ahnung, finde ich da irgendwann mal was, wie ich das trotzdem eine Sackgasse? Noch anpassen kann. Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Ich glaube, die mögen sich tatsächlich für immer. Eigentlich ist Aerith ja auch super umgänglich und nett, aber ja, ich glaube, die miteinander sind halt nie böse, weil sie gar nichts Böses voneinander denken oder wissen, dass sie gegenseitig nichts Böses machen wollen. Und da Tifa ja genauso wenig wie er hier, unser Spezialkandidat, nicht sagen, dass sie sich eigentlich gerne mögen, ist es ihr ja auch nicht vorzuwerfen, dass sie es versucht. So, ne? Wenn sie ihn halt auch mag, ist ja manchmal so. Ne? Zwei Leute mögen die gleiche Person. Wenn der sich aber nicht auskackt, dann kann man ja keinem böse sein, dass er es versucht, obwohl, naja, die anderen sich auch mögen. Ne? Ich meine, wenn Tifa jetzt sagen würde, hey, hier, ne, Bitchy, sei mal bitte nett, weil ich mag den, aber ich habe ihm das nicht gesagt, aber lass ihn bitte in Ruhe, dann würde sie vielleicht sagen, ja, okay, tut mir leid, ich wollte da nicht dazwischen stehen. Aber das gab es ja gar nicht. Also, ja. Oder man könnte dann auch sagen, ja, ich mag ihn auch so, ne, ich bin jetzt nicht mehr so offensiv, aber lassen wir ihn entscheiden. Passiert halt auch nicht. Ach so, gedrückt halt. Okay. We will see, ja. Wer weiß, vielleicht wird es hier auch so. Wir können scheinbar nur die Beziehung zwischen Hauptcharakter und den anderen beeinflussen und nicht untereinander zwischen den Charakteren, den Nebencharakteren, oder? Kommt das auch noch, wenn wir die anderen mal spielen? Ich weiß es nicht. Der Planet lebt ja wirklich. Manchmal ja, wenn die Menschen es nicht kaputt machen. Ja. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nahe ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Mhm. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, geht nicht weiter. Ach, keiner kommt mit. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Wir hätten die Beziehung mit Barrett vielleicht auch noch verbessern können, wenn wir ihn irgendwo gefunden hätten in der Stadt, ne? Das ist der Anfang einer großen Reise! Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Ich mag ihn so gerne! Ich bin echt schon gespannt, wie viel von dem Spiel jetzt in diesem zweiten Teil gespielt werden darf. Gruppenmitglieder auswählen, Gott sei Dank. Wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über die Kampfeinstellungen im Hauptmenü bestimmen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb von Kämpfen im Kommandomenü mit L1, R1 wechseln kannst.
ein Ziel festlegen. Auf der Karte, die sich mit Touchpad öffnen lässt, werden Ziele, die für die Geschichte relevant sind, automatisch markiert. Mit R3 hast du aber auch die Möglichkeit, Zielmarkierungen manuell zu setzen. Aktuell ist die Farm, von der Broden dir erzählt hat, als Ziel festgelegt. Story-relevantes Ziel, Auftragsziel, eigene Zielmarkierung, Erkundungsziel. Voll cool. Brodens bekannter Nebenauftrag entdeckt. So, warte mal. Wir machen erstmal hier Kampfeinstellung. Gruppe 1? Ganz sicher nicht. Wie kann ich die... Warte mal. Gruppenmitglieder wechseln. Das wollte ich doch. So, Gruppe 2 ist die gleiche. Was? Ach so. Ja, ich drücke die falsche Taste. Ja, ich glaube, wir machen hier mal lieber sie überall raus. Eigentlich hätte ich ganz gerne alle drei sozusagen mit dieser Konstellation, aber ich fürchte, wir werden irgendwann mal einen dieser Leute oder auch mehrere davon nicht nutzen können dürfen. Also wie waren die? Ja, so ist das manchmal. Auch in Spielen ist ja gut. Also ich meine, es soll ja nicht... Zielbereich? Der Anfang der Reise. Warum ist das hier noch? Und was ist das da? Kalm, Ortsplan, Position auf der Karte. Weiter raus können wir nicht. Okay, das heißt, das ist erstmal unsere Karte. Wir haben im Moment tatsächlich kein anderes Ziel als das hier, ne? Und das ist hier die Farm. Hoffentlich. Was ist das da? Ach, Salbei, guck mal. Dafür brauchen wir, das brauchen wir für Heiltränke. Um Gegenstände mit dem Synthesemodul herstellen zu können, werden Synthesematerialien benötigt. Diese können gefunden, erbeutet oder gekauft werden. Materialsymbole liegen unterwegs herum, von Ungeheuern erbeutbar, selten. Sobald du Informationen über ein Synthesematerial erlangt hast, kannst du unter Synthese durch Drücken von Touchpad sehen, in welcher Region das Material gefunden werden kann. Voll gut. Bisschen cool, dass man halt auch so, naja, so farmmäßig. Kann ich jetzt hier rumlaufen und das taucht dann irgendwann auf, wenn wir in der Nähe sind und wir können noch mehr davon finden? Oder ist das so zufällig und wir sehen es auch schon von Weitem? Oder wie läuft das? Da links habe ich was gesehen gehabt. Können wir da runterspringen? Ja, können wir. Hier irgendwo war doch was. War das denn das Viech? Da waren Treppenstufen, aber wir laufen mal lieber querfeld ein und ich will den Gnom hier angreifen oder Gnoll oder was auch immer das ist. Komm schon. Oh, ich wollte doch nicht den Mandragora angreifen, sondern den da. Willst du mich verarschen? Oh, was hat das gemacht? Mutangriff ausgewählt. Ein Ork ist das? Das ist einfach ein Ork. Und ein Mandragora, okay. Ich habe den Mandragoras irgendwie größer in Erinnerung. Was ist das für ein Buch auf der Karte? Achso, das sind wahrscheinlich die Symbole von was auch immer. Da in der Stadt für kaufmännische Personen und sowas sind. Ich würde gerne halt viel mehr von diesen Sachen finden. Wenn wir hier so durchstreifen, wird uns bestimmt sehr, sehr, sehr viel entgehen, weil ich dann... Ich kann ja jetzt noch diese riesige ganze Karte angucken. Können wir da runter? Nö, das ist zu hoch. Okay, na, wir rennen mal. Dann können wir diese ganzen Sachen, die überwindbar sind, automatisch überwinden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wir was übersehen, dann natürlich nur deutlich höher ist. Segen des Planeten liegt hier einfach so rum? Okay. Voll gut. Ja, hier ist was, da rechts ist was. Was? Schatzverstecke?
Schatzverstecke befinden sich meist in stillgelegten Fabriken oder Wohnräumen. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über die Jahre längst in Vergessenheit geraten sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Entdeckung gemacht? Oh, sollte das aufheben eigentlich. Und heißt das, in dem Moment, wo wir irgendwie hier in die Nähe gekommen sind, haben wir gerade einen Schatz entdeckt, den wir noch nicht entdeckt haben, aber wir haben entdeckt, dass es hier einen gibt? Sozusagen. Warte, ich gucke mich vielleicht mal um. Sehen wir das auf der Karte? Schatzverstecke befinden sich meist in stilligen Verbindungen. Okay, ich kann nicht, aber. Ja, okay, Karte. Das hier? Ach, da. Ja, voll gut. Und dann steht das einfach auf der Karte. Wie gut. Heilspray. Ja, gut, hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber. Können wir da bitte hochklettern? Wo sind wir denn gerade hergekommen? Wo müssen wir lang? Wo können wir lang vor allem? Ich habe das Gefühl, wir verpassen alles. Ach, es gibt zwei. Warte, dann müssen wir hier nochmal gucken. Ist hier so eine Höhle, in die wir rein können? Oder sagt mir das einfach nur, dass das hier sozusagen die Area ist, wo wir das finden können? Und das ist jetzt keine exakte Markierung auf der Karte. Das ist bestimmt irgendwo oben drauf oder so, ne? Das sieht schon so aus, als wäre das so. Kommen wir hier nicht hoch? Ach so, da runterspringen, das geht. Mhm. Nice. Können wir tauchen? Ach, nee, da war wenig nicht mehr. Okay, ich wollte es nur ausprobieren. Nicht, dass ich das wirklich wollte. Ich wollte die nicht töten, aber ich wollte halt gucken, ob es geht. Ist ein bisschen schade, dass wir halt nicht einfach rüberspringen können, wenn wir sowas sehen. Wo war denn jetzt der erste, den wir gefunden haben? Vielleicht in diesem Gebäudedings hier? Sind wir da aber bereit? Super allein dieses Gebäudedings, meine ich. Sieht nicht so aus. Aber wir müssten vielleicht irgendwie wieder nach da oben, hä? Hm? Damit wir dann nochmal gucken können. Ich bin ja jetzt hier einfach so forsch überall runtergesprungen. Dann ist bestimmt da oben noch mehr. Uiuiui. Ja, so Schätze müssen wir natürlich finden. Gerade wenn es schon Schatz heißt, dann ist es bestimmt was Cooles. Können wir hier hoch? Nein, hier? Hier vielleicht irgendwo? Ich sehe leider nichts. Ich würde gerne hoch. Schon cool aus, so die Natur hier, ne? Wir können ja mal da hochgehen. Schatz versteckt. Hä, war da gerade so ein Ding? Wie so ein Marco-Fluss, der uns den Weg weisen wollte? Ja, wenn es hier was zum Klettern gibt, ist es bestimmt irgendwo oben drauf, oder? Ist es da schon? Du sollst ja nicht da runterspringen, du sollst da hoch. Woher sage ich ihm denn, dass er da hoch soll und nicht runter? Uiui. Ach, da hinten, ich sehe es. Wenn das die Kiste ist, die wir wollen und brauchen. Zwei sogar. Schatzversteck, eine Entdeckung gemacht. Das heißt, das hier ist was anderes?
können hier runter? Das will ich aber gerade gar nicht. Können wir hier auch wieder hoch? Ja. Oh, hier sind ja noch mehr Sachen. Man habe ich nie übersehen. Beim Runterspringen einfach. Gut, dass wir zurücklaufen. Weidenviadukt abgeschlossen. Okay, also das hier haben wir geschafft. Das bekommen wir richtig angezeigt, auch wenn wir das geschafft haben. I see. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwo was finden. Offensichtlich. Das ist bestimmt irgendwie oben drin, oder? Können wir da hochklettern irgendwo? Oder da drüben hin? Können wir hier irgendwo hochklettern? Ich wollte gerade sagen, das sieht doch voll so aus, als könntest du da hochklettern. Warum kletterst du denn hier nicht irgendwo hoch? Wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie wir das finden sollen. Ich meine, das eine war ja hier super offensichtlich. Diese wollten wir noch kaputt machen. Und irgendwo waren noch welche, ne? Ach, guck mal, die ist ja auch offensichtlich. Dann ist das die zweite? Ist das abgeschlossen? Jawohl. Ja, sehr cool. Ich glaube, Kisten waren ja noch überall so ein bisschen. Shinra-Geschichten-Kisten. Waren das gerade die, wo wir hochgeklettert sind? Da sind wir vorhin rumgegangen. Die war die erste. Hier sind noch welche. Denn wir brauchen auf jeden Fall richtig, richtig viel Loot, damit wir nämlich Waffen und Co. kaufen können. Und darunter passen wir nicht durch, sind wir zu fett. Okay, verstehe. Bücken können wir uns nicht. Ist okay. Es sind halt nicht alle mobil. Können wir hier irgendwo runter? Nein? Ich würde ganz gerne dann schon noch da drüben hin. Da waren nämlich auch noch Kisten. Ich muss gleich nochmal ganz kurz auf die Karte gucken, ob wir nichts vergessen haben, was wir jetzt hier irgendwie entdeckt haben. Entdeckt hätten. Ohne es zu holen. Ja, genau. Hier könnte man hochklettern. Aber da waren wir ja schon. Das wollen wir ja gerade im Moment mal gar nicht. Nur mal kurz gucken. Wenn die grau sind, haben wir die erledigt. Sehe ich das richtig? I see. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Medaillenmarkierungen, wollte ich sagen. Ich will mal kurz hier so hingehen. Nur, dass wir das mal so ein bisschen noch erkunden und aufdecken vielleicht. Vielleicht finden wir dann nochmal so ein Schatzding. Da oben sehe ich schon irgendwelche Gebäudestrukturen. Hier sind noch Loot-Sachen. Wir haben irgendwo Kampfdinger gesehen gehabt. Das sieht doch nach einem Kampf aus. Ich weiß halt nicht. Da ist so ein Punkt dran gewesen. Kompass hilft vielleicht. Ja, ich glaube aber, diese Markierungen sind nicht in die Richtung von genau da, wo die Kiste liegt. Das wäre ja auch ein bisschen zu einfach, wenn man halt schon die Info bekommt, hier ist ein Schaf und dann noch den Pfeil dahin. Aber kann ich gleich nochmal ausprobieren beim nächsten. So, was ich sagen wollte, hier ist bei Impulsiv ist dieser blaue Pfeil, ich weiß, also blaue Punkt oben links, ne? Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir das noch nicht gelernt haben oder ob das heißt, dass wir es gelernt haben. Jetzt schon Level Up? Das ging schnell. Torins Kartenladen. Oh nein, es ist zu. Aber Torin mochte ich gerne. Dann Hobbit. Schade, dass sie zu ist. Ich hoffe, wir haben halt den Punkt markiert bekommen auf der Karte.
Torins Kartenladen. Ja, das haben wir hier auf jeden Fall schon mal sozusagen aufgedeckt. Dann könnten wir mal hier so hin. Und noch ein bisschen weiter aufdecken. Und diese Brücke darüber finden. Wenn wir Glück haben, finden wir noch ein paar Materialien. Da unten ist die Brücke. Die kleine Brücke. Da sind noch Materialien, sogar seltene. Perlen-Ingwer. Ingwer finde ich so eklig. Leider ist es so gesund. Aber ich mag es einfach nicht. Schmeckt für mich wie Seife. Ich habe eine Freundin, die ist das einfach so, wenn ich mit der beim Sushi essen bin, dann ist sie diese, da gibt es ja diese Schalen manchmal, die so voll sind mit Ingwer. Einfach nur als Beilage, die ist einfach jetzt schon alle leer, bevor es überhaupt Essen gibt. Oh, das ist halt gar nicht so. Guck mal, da geht es auf jeden Fall schon mal hoch. Oh, warte, da looten wir mal ganz kurz. Schon cool gemacht, die Welt so, ne? Ich würde mal eben hier hochklettern, einfach weil es geht. Okay, diesmal musste ich niesen. Verzeihung. Ich hoffe, es macht nicht so laut. Aber voll cool, man findet halt echt viele Sachen hier, ne? Also mehr als ich dachte. Aber halt verstreuter so, ne? Was ein bisschen schwierig ist, weil man dann halt überall hinlaufen muss. Oder ich habe dann das Gefühl, ich muss wirklich überall langlaufen, damit ich das nicht verpasse. Ach, ist das schon das... Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, ist das das Dorf, wo wir hin müssen? Sieht zwar hier nicht so nett aus, aber... Hier gibt es bestimmt Sachen. Guck mal, das führt mich schon wieder hier irgendwo hin. Scheinbar. Ja auch ein Schatz versteckt. Bekommen wir dadurch sozusagen auch immer angezeigt, wenn es irgendwo Kisten gibt und wo kein Schatz versteckt. In dem Sinne, es gibt es auch keine Kisten. Das wäre halt auch schon super praktisch. Weil man, dann müsste man sich halt nicht so abquälen, um irgendwie vermeintlich vielleicht Kisten zu finden, die gar nicht da sind. Das würde es mir auf jeden Fall deutlich leichter machen. Wenn dem so wäre. Dann halt nicht so super aufmerksam sein müsste, um wirklich nichts zu verpassen und so. Das wäre schon gut. Also jetzt stand hier gerade nichts mit versteckt, ne? Ich meine, wir haben ja ab und zu Kisten, Shinra-Kisten, die wir klein kloppen können. Ein paar Marker, ich habe die links da gesehen. Schon mal ganz kurz hier lang laufen. Dass wir wirklich nichts verpassen nach Möglichkeit. Da steht eine Person. Da ist wahrscheinlich zu. Machen wir kurz die Kisten da kaputt und dann reden wir mit ihr, wenn das denn geht. Hi! Eine Rentenmühle aus Republikzeiten. Ist sie nicht schön? Ja. Könnte ich sie doch nur wieder zum Laufen bringen? Kann ich ihr helfen? Eine Rentenmühle aus Republikzeiten. Ist sie nicht schön? Schade, wäre cool gewesen, wenn wir jetzt quasi hätten hier unsere Hilfe anbieten können und hätten ein paar Teile gesucht und dann hätte das wieder funktioniert. Das wäre schon cool gewesen. Aber vielleicht kommt das irgendwann noch.